Wofür das Kürzel NSA steht, das dürften viele hierzulande mittlerweile wissen. Die millionenfache Datenspionage der National Security Agency, dieses amerikanischen Geheimdienstes, sorgt seit mittlerweile Monaten für Schlagzeilen und Empörung. Doch eigentlich könnte das Kürzel NSA auch für neue Schnüffelskandalmeldungen alltäglich stehen. Heute gab es wieder mal eine. Neben Internetdaten und Festnetztelefonnaten können die Agenten offenbar auch mühelos Smartphones, also Mobiltelefone mit Computerfunktionen, ausspionieren. Und zwar von allen namenhaften Herstellern. Kontaktlisten, SMS-Verkehr, Notizen und sogar auch der Aufenthaltsort des Nutzers. Alle Infos und egal ob iPhone, BlackBerry oder Android-Gerät, kann die NSA demnach abgreifen. Andrea Zückert berichtet. Auftakt zur heißen Wahlkampfphase der Union. Die Kanzlerin spricht in Düsseldorf über viele Themen, nur über eines nicht: die neuen Enthüllungen über den US-amerikanischen Geheimdienst NSA. Schweigen auch bei ihrem Herausforderer Peer Steinbrück am Morgen in Hamburg. Herr Steinbrück, guten Morgen. Eine ganz kurze Frage zur NSA-Geschichte. Besser nicht kommentieren scheinen die Parteispitzen zu denken. Dabei könnte sich der neueste NSA-Skandal durchaus für den Wahlkampf eignen. Denn die NSA liest sensible Daten aus Handys. Kontaktlisten, Notizen, kennt den Aufenthaltsort, berichtet der Spiegel. Betroffen sind Betriebssysteme aller großen Hersteller. Für den IT-Sicherheitsexperten Erik Tiefs kann die NSA mit den Smartphones sogar noch mehr. Wenn die NSA einmal Kontrolle über ein Telefon erlangt hat, dann kann sie Kameras einschalten, Mikrofone einschalten, den GPS-Receiver einschalten, das Telefon orten und auch noch andere Dinge damit tun, beliebige Dateien hin und her kopieren. Also da sind die Zugriffsmöglichkeiten, wenn das erstmal geschafft ist, dann grenzenlos. Grenzenlos. Ortungsdienste, Kameras, Mikrofone. Um sich heimlich Zugänge zu verschaffen, soll die NSA sogar eigene Arbeitsgruppen eingerichtet haben für die verschiedenen Betriebssysteme. Erschreckend ist das für die Fachpolitiker der Opposition. Was technisch möglich ist, wird offenbar auch gemacht. Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung sich dagegen wehrt und die Grundrechte der deutschen Staatsbürger verteidigt. Auch für die Linkspartei trägt die Bundesregierung maßgeblich die Verantwortung. Die Bundesregierung muss endlich Klartext mit der US-Regierung reden. So etwas darf nicht sein, so etwas kann nicht sein. Und vor allen Dingen bleibt der Eindruck, dass die US-amerikanischen Geheimdienste und auch die britischen Geheimdienste dieses scheinbar wahllos tun. Die neue Dimension der NSA-Affäre, für einige in der Union besteht kein Grund zur Aufregung, im Gegenteil. Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals. Keine Eskalation. 2 Wochen vor der Bundestagswahl ist die wohl nicht erwünscht.